Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, ich habe heute kein Hütchen um, habe ich vergessen. Naja, ist ja auch egal, ist ja warm draußen. Wir haben was auf dem Gabentisch und zwar aus Baden-Württemberg vom lieben Harry. Hat er mir zugeschickt in der Kiste und zwar hier Franz Rastatt Pilz. 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen direkt aus Baden-Württemberg. Das sieht ein bisschen retro aus, ne? Brauerei C. Franz, okay, 1842, ist so ein ganz verblasstes Vintage, ja, Etikett, schaut mal selbst, sieht interessant aus, auch die Kapsel oben, ordentlich bedruckt, kommt frisch aus dem Kühlschrank und das müssen wir uns jetzt hier gleich mal reinzwitschern. So, was haben wir da drin? Da haben wir einmal Hopfen, haben wir drin den Edler Tettnanger ist drin und Hallertauer Hopfen, naja, okay. So, bestes Gerstenmalz aus dem, was? Kraichgau und der Champagne. Was, habe ich das richtig gelesen, echt? Aus der Champagne. Oh, lecker. So, gut, Freunde. Ich habe Bierdurst, ne? Machen wir mal auf hier. So, boah, Leute, das ist voll warm draußen. Ne? 35 Grad. Ich so, boah, komm gerade vom Balkon hin, ne? So, dann wollen wir mal schauen hier. Also, Entspannungsverdampfung ist erstmal, oh, ist ein halber Auspuff. Ja, cool. So, lassen wir mal laufen hier. Ich mach da mal so einen mittleren Einschank. So, dann schauen wir uns das mal an hier. Ja, genau, ist ein Bier, gibt sich als solches zu erkennen. Allerdings, Freunde, was ist denn das? Ja, also frisch ausgespültes Glas, Moment mal. Also das wird nicht so richtig, wa? Das ist irgendwie... Also, wenn wir wirklich richtig ruppig einschenken, ja, dann kriegen wir vielleicht so ein Fingerchen Blume da raus. Das ist aber wirklich sehr grobporig. Das ist so die Marke, ihr wisst schon, ne? so Badewasser, so Badewannenschaum. Das ist auch immer so grobporig, so, ne? Schön da so reinblubbern und so, dann hast du da so eine große Pore. Ja, dementsprechend bleibt es auch nicht wirklich an der Glaswand haften. Also schaut mal selbst, ich habe da so meine Zweifel, ob das wirklich 90 Sekunden da im Glas stehen bleibt. Also bei einem Pilz, sage ich mal, 90 Sekunden Standard, sollte da eigentlich schon so bei einer mittelporigen Blume übrig bleiben. Wenn wir Glück haben, bleibt hier eher so ein linearer Blumenteppich übrig in Weiß. Naja, okay, meckern wir mal nicht zu dolle. Gucken wir uns mal das Farbspektrum an. EBC-Skala, wo bewegen wir uns? Ich würde sagen, klassisches Getreidegold, genauso wie ein Pilzbier, denke ich, sein soll. Das ist schön. Deep geht's rein, schön tief. Alles andere als verblasst oder verwässert, von daher erstmal alles okay. Hat auch einen schönen Glanz drin, ne? Ist filtriert, ist klar. Karbonisierung per Longe steigt gleichmäßig auf, eher kleinere Perlung. Und Schwebeteilchen oder irgendwie sowas sehe ich da auch nicht drin. Also das sieht insgesamt, Freunde, so... Von der Farbe schon schön kräftig ausgeprägt aus. Aber das mit der Blume da, das ist ja schon schal, bevor 90 Sekunden um sind. Also nee, Freunde, das sieht nicht ganz so aus. Da müssen wir deutlich Punktabzug geben. Ja, das tut mir ja voll leid und so. Aber das geht nicht, Freunde. Schaut euch das mal an. Da habt ihr ja voll die Inseln und die Löcher da oben drauf. Ja, das geht nicht. Ne? Das kannst du nur aus der Flasche trinken. Dann siehst du es nicht. Ja, wie wollen wir das bewerten? Ja, komm, mal einen Durchschnitt. 3 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann mal anschnuppern. Ja, da passiert ein bisschen mehr vom Bouquet her. Ich würde sagen, ja, deutlich wahrnehmbar. Ist jetzt nicht das Selbstbewussteste, was im Rampenlicht stehen will, aber du kannst es wahrnehmen. Sogar recht lecker, muss ich sagen. Da ist leichte Malzsüße, die nach vorne kommt, die durchaus Lieblichkeit mitbringt. Und nach hinten, da ist dieser schöne Hopfen, das ist durchaus Aroma-Hopfen drin, glaube ich. So präsentiert es sich. Riecht ich da etwa eine Vanillenote raus? Haben wir es wieder soweit? Also riecht angenehm. Riecht gut, riecht lecker. Und du? Genau, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ach, schön erfrischend jetzt. Ja. Das ist genau das Richtige, was ich gebraucht habe. Hab schon wieder richtig Bier durch hier, ja. Oh, ja, doch. Also. Da nehme ich doch gleich noch mal einen zweiten. Oh, das zieht sich aber gut weg, du. Also, fangen wir mal an. Attribute. Dynamisches Bier oder gemütliches Bier? So ein Bierdurst, wie ich jetzt habe, müsste ich eigentlich sofort wie aus der Pistole geschossen raushauen. Ja, dann ist ein dynamisches Bier. Ne? Das zieht sich richtig gut weg, aber auch wenn ich kein Bierdurst habe,
Wann kommt das mal vor? Ich weiß es nicht, aber dann zieht es sich trotzdem gut weg. Soll heißen, kein Schluckwiderstand, sehr samtig, sehr weich im Mundraum, trinkt sich sehr, sehr gut, aber der Baden-Württemberg hat generell immer schönes Wasser, finde ich. Das ist immer richtig lecker, ne? Ketterer Brauerei, gibt einen Gruß raus. Das ist auch fantastisches Wasser. Und das macht natürlich Spaß zu trinken, ne? Das ist dann unglaublich erfrischend, süffig, das ist so, das mag man gerne im Mundraum haben. Und das schluckt sich halt richtig gut weg. Gemütlichkeit, wie sieht's da aus? Da sind Aromaspitzen drin, ne? Aber ich weiß gar nicht, brauchen die so viel Aufmerksamkeit? Also ich finde, es ist sehr deutlich präsent auch schon beim Antrunk, da kommt eine ganze Menge rüber. Deswegen würde ich sagen, ist eher ein dynamisches Bier, Tendenzen zum Hybriden, wenn, ja? Also so in diese Richtung geht das rein. So, dann schauen wir uns noch mal kurz ein bisschen genauer die einzelnen Komponenten an. Ja, Trinktemperatur 6-7 Grad macht da nichts falsch. Ja, Malzkörper. Für ein Pilzbier ziemlich lieblich, muss ich sagen. Also man merkt, ja, Süddeutschland, da sind wir zu Hause. Da ist es wieder genau entgegengesetzt zu den norddeutschen Pilzbieren, die ja nun nicht so lieblich im Malzkörper sind. Mich persönlich stört es nicht. Ich finde das gut. Es passt sich schön zu diesem weichen Wasser, samtigen Wasser an. Es ist so eine schöne, ja, das geht so richtig schön, ne, auf der Zunge. Das ist toll. Ja. Nimmst du deutlich wahr, den Malzkörper. So, Fruchtigkeit hingegen ist ganz normal, wie bei einem Pilzbier typisch. Ne? Überreife Apfel, überreife Birne, wo ich sage, ist eigentlich klassisches Bier, wo ich immer sage, ne? Das ist so dieses, da gibt es erstmal nichts zu kritisieren. Und hinten raus, da kommt der Hopfen, das ist definitiv Aroma-Hopfen. Und der bringt neben so einer Hopfenfloralität tatsächlich auch noch so eine ganz leichte Prise Vanille mit. Aber so eine ganz, ganz leichte Prise. Das ist jetzt nicht so krass wie beim Dachsenfranz, das Waldpilz oder bei Waldhaus, ne, das Diplompilz, wo ja auch durchaus so eine leichte Aromanote mitschwingt. Hier ist das Ganze so ganz zart angehaucht, aber deutlich wahrnehmbar. Ne? Also das ist schon ein Unterschied zum klassischen Industriestandard und deswegen macht es natürlich auch Spaß, als gemütliches und genüssliches Bier vor allen Dingen zu trinken, wo man Freude mit hat. Ja, das ist jetzt nicht, wo du wegächsen brauchst. Ja, da hast du schön, das magst du auch im Nachhall. Ne, das macht Spaß. Der Speichel Neuproduktion, das hat einen schönen Nachgeschmack. Und verzeiht einen auch mal einen größeren Schluck oder so. Einsteigerfreundlich deswegen, ja, muss ich sagen, Pilzbier generell ist immer ein sehr ehrliches, ein sehr schlichtes, lineares Bier. Das haben wir hier, das finde ich gut, also in der Komplexität her eher ein bisschen runter reduziert, macht gar nichts, macht trotzdem Spaß zu trinken. Könnt ihr euren Gästen anbieten, ich finde es lecker. So möchte ich es auch bewerten, 4 von 5/6 möglichen Punkten, das ist mir wert. In dem Sinne, Biersüffel ist draußen, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!